Ich bin wieder zurück. Ich zeige euch jetzt mal hier richtig faul aus dem Schnitt. Und zwar hat mir mein Intro versaut. Drei Videos konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Ich hatte wieder eine Airbnb-Buchung hier in Portugal. Ich bin jetzt seit über einer Woche wieder zurück und habe dann eine ganz kurzfristige Buchung bekommen, drei Tage vorher, und musste dann in Eilmarsch alles bereit machen. Und damit fängt das Video an. Viel Spaß. Da bin ich mal gespannt, wie der Tag heute wird. Ich habe gerade Wildschweine gesehen. Da hoffe ich mal, dass mein Gast hier, meine Gästin, keine große Angst vor Wildschweinen hat. Aber jetzt geht es erstmal ans Wassersystem und ans Stromsystem, weil jetzt wird richtig gepfuscht. Dann fangen wir aber mal das Thema mit einer kurzen Erklärung an, was euch zu erwarten hat. Ich habe mir vor über eineinhalb Jahren 3 Hektar Land gekauft und 1 Hektar davon möchte ich an Gäste vermieten. Einmal über Airbnb, über Workaway und auch ihr über YouTube könnt mir da gerne E-Mail schreiben. Ich habe meinen eigenen Hektar auf der anderen Seite meines Landes und dieser Hektar soll für Gäste sein. Das heißt, den habe ich erst im Februar angefangen zu bauen und hier ist momentan jetzt noch so eine Dusche. Um mir zum einen das Leben ein bisschen zu vereinfachen, aber auch für meine Gäste, damit die zukünftig 125 Liter haben zum Duschen, zum Waschen oder was auch immer, habe ich mir diesen Kanister hier zugelegt. Bezüglich Strom nutze ich jetzt schon seit 3-4 Jahren dieses Solarpanel und es reicht mir komplett für mein Handy und so weiter. Aber damit meine Gäste auch Strom haben, habe ich von euren Spenden mir Autobatterien geholt und hier drunter versteckt ist noch ein 24 Volt 250 Watt Panel, das ich heute mir zurechtpfuschen will. Ich habe hier von diesem Geld diese Batterie gekauft. Und vielleicht seht ihr es, hier läuft Säure aus. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich das nicht richtig vom Wetter geschützt habe. Deswegen habe ich mir hier diese kostenlosen Bretter geholt. Und ich habe meine alte Batterie gestern zur Reparatur gebracht. Mal wieder kostenlos. Das ist immer so unglaublich, wie die Arbeiter hier Sachen kostenlos machen. Ich habe ihm dann 5 Euro in die Hand gezwungen, gedrückt, dass er das auch annimmt. Aber jetzt habe ich 2x12 Volt Batterien, die wollte ich miteinander verkabeln. Da braucht man aber ein dickes Kabel, das ich nicht da habe. Das heißt, da muss gepfuscht werden. Das muss ich jetzt mal gucken, wie ich das alles mache. Um autark kochen zu können, habe ich mir einen Holzofen angelegt. Aber ehrlich gesagt möchte ich meinen Gästen nicht zumuten, hier bei Feuergefahr mit Holzofen zu kochen. Deswegen habe ich einen Gasgrill und da schauen wir jetzt mal, ob der noch funktioniert. Wirklich 100% zu testen, machen wir jetzt was ganz Wichtiges, und zwar einen Kaffee. Und übrigens von Kaya und Eugen, vielen Dank nochmal für das Paket. Richtig geiler, leckerer Kaffee. Und da ich ja hier auch Bushcraft anbiete, machen wir das Feuer jetzt Bushcraft-mäßig an. Testen wir gleich mal beide Platten. Und da ich heute absolut keine Zeit habe, ich möchte nämlich in 2 bis 3 Stunden hier komplett fertig sein, erkläre ich euch jetzt alles, lasse ein paar Bilder sprechen, blende euch Timelapse ein und zeige es euch dann alles. Hier ist der Bereich, wo ich den Container hinstellen will. Und meine Idee ist es, wenn ich mit meinem Auto herkomme und das Wasser bringe, dass ich dann einfach weiter oben halten kann, dass das Wasser abfließt. Und hier von diesem Container aus muss ich dann einen Schlauch verlegen und da wieder stark auf die Steigung achten. Ich laufe jetzt gerade hier zum allerersten Mal, damit ich grob eine Einschätzung habe. Das wird viel Schlauch. Ich hoffe, ich habe viel Schlauch. Ja, das wird ein bisschen tricky, den zu vergraben. Weil das Ding ist, wenn man die nicht vergräbt, wenn man da keine Trench macht, dann werden die wirklich kochend heiß. Das ist zum einen schlecht für den Schlauch an für sich. Aber auch wenn man duschen will, kann man nur, ich sag mal, zwischen 8 und 18 Uhr kann man dann eigentlich nicht duschen, weil dann alles viel zu heiß ist. Aber ja, doch, das sieht gut aus, dass ich dann da hochgehe und oben dann den Duschkopf befestige. So, geht richtig schnell voran. Jetzt wird die Dusche installiert mit einem einfachen Ventil und so einem ganz billigen Duschkopf. Und diesmal schnell und einfach gepfusche. Ich versuche das jetzt nur grob zu machen. Mal, das kommt
ungefähr hier hin. Reingesteckt. Kappe vor. Kopf zu. Wie gut, dass wir nur 30 Grad haben. Dann kommt jetzt der Duschkopf. Dafür gehe ich hier mit dem Schlauch rein. Hier habe ich mir einen Adapter geholt, das dann hier drauf passt. Und damit es nicht zu viel gepfusche wird, mache ich jetzt trotzdem noch ein bisschen Teflon drum. Oder was heißt ein bisschen viel Teflon. Aber ich will mir eigentlich angewöhnen, diese Hanfbänder zu machen. Vielleicht kennt sich einer von euch aus. Was mögt ihr lieber, Teflon-Tape oder die Hanfbänder? Also eins bin ich mir sicher, mit Teflon würde ich es behaupten, geht es schneller. So, immer Pi mal Daumen, 7 Umrundungen auf beiden Seiten. Ja, jetzt kommt das einmal hier drauf. Und hier dasselbe. Der Plastik ist immer gefährlich, dass es kaputt geht. Und das soll jetzt ungefähr hier hin. Und gucken, dass der Schlauch hier nicht allzu große Kurve macht. Aber was ist es? Zwei Armlängen Schlauch brauche ich jetzt. Puh, Leute. Genau die Arbeit, die ich nicht mag. Normal nehme ich mir Zeit, arbeite ruhig, entspannt, mache alles richtig. All das darf ich wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder überarbeiten. Dann kommt ein Freund und hilft mir aber. Deswegen geht das jetzt schnell, schnell. So, gepfuschelt Teil 1 ist fertig. Mein Akku sagt noch 7%. Aber ja, das müsste jetzt funktionieren. Ich gehe stark davon aus, dass es ein bisschen tropfen wird. Aber ja, ich sag mal eine Woche oder sowas sollte das halten. Oder zumindest solange der Gast da ist, 18 Tage. Und dann rede ich auch mal mit ihr und guck dann, was für ein Bauchgefühl ich habe. Ob das dann passen wird oder ob ich da noch mehr brauche. Aber Arbeit ist noch nicht vorbei. Ich habe jetzt hier einen Schlauch halbwegs vergraben, aber das hier ist kaputt gegangen. Da bin ich mir 100% sicher, dass das tropfen wird. Außerdem muss ich den noch voll bekommen. Und bevor es daran geht, geht es jetzt an die Elektrik. Das heißt, die Batterie ist vollgeladen. Die machen jetzt so bereit, dass sie ihr Handy laden kann. Neuer Tag, neues Glück. Der frühe Vogel wird gefüttert. Jetzt habe ich die Tiere gefüttert. Das Video hat jetzt einfach abgebrochen. Es hat mir irgendwie an der GoPro angezeigt, SD-Kartenfehler. Dabei hatte ich noch Speicher, beziehungsweise es hat mir verschiedene Sachen angezeigt. Und ich glaube, das mit der Batterie habt ihr jetzt nicht mehr gesehen. Ich wollte euch meinen Gepfuscher an der Batterie zeigen. Ich habe die eine ja frisch vom Mechaniker abgeholt, aber funktioniert nicht. Das heißt, ich gehe jetzt gleich einkaufen. Ich habe jetzt mir einen Tag Pause gegönnt, weil ich muss sagen, dieser Tag, der war so verdammt anstrengend. Ich wollte für meinen Airbnb-Gast alles vorbereiten, habe dann alles, wo ich nicht gefilmt habe, mich extrem beeilt, extrem gestresst die ganze Zeit. Ich glaube bis um 17, 18 Uhr sowas. Und dann musste ich hier wieder den Garten gießen und die Tiere füttern, dann bin ich hierher gekommen. Und danach habe ich mich einfach mal hingelegt und dann war ich so fix und fertig. Und dann kam die Nachricht, eine Stornierung. Mein Airbnb-Gast kommt nicht mal, das heißt, das ganze Gepfusche ganz umsonst. Und jetzt eine kleine Planänderung. Heute kommt ein Freund, ich treffe mich in 2 Stunden mich mit ihm. Das heißt, wir gehen jetzt einkaufen, die Sachen holen und dann wird alles richtig installiert. Puh, Leute, komplett außerhalb meines Budgets. Ich muss mir jetzt so einen flexiblen Schlauch holen, damit ich die Tanks leichter befüllen will. Beziehungsweise ich musste nicht, das habe ich für mich gemacht. Weil ich muss jetzt 800 bzw. 1000 Liter zu meinem Land bringen.
Und wieder ein Gruß aus dem Schnitt. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ich war in einer riesen Bredouille, weil mein Kollege, der meinen Garten bewässert hat, ein Ventil nicht richtig geöffnet hat. Und lieber Frank, du hattest mir 100 Euro damals gespendet für einen 1000-Liter-Tank, den ich mit so viel Mühe per Hand aufgefüllt habe mit dem Wasser von meiner Strömung. Alles weg und das muss ich jetzt alles holen. Per Hand. Und das möchte ich mir so einfach wie es geht machen. Jetzt habe ich hier für 77 Euro ausgegeben. Und jetzt muss ich in meinem Budget bleiben. Ich habe 15 Euro von euch gespendet bekommen. Einmal 5 Euro und einmal 10 Euro. Und dafür holen wir jetzt die elektrischen Kabel für das Photovoltaiksystem. Daumen drücken, dass es nicht so teuer wird. So, hat nicht ganz gereicht. 16,32 Euro. Und leider hatten die auch nur 4 mm. Und diese ganz dicken Kabel, um Batterien zu verbinden, hatten die gar nicht. Also, ja, schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Jetzt geht's aber erstmal ab aufs Land. Und da sind wir wieder. Seitdem ich jetzt hier wieder in Portugal bin, war ich jetzt erst zweimal auf meinem Land. Das ist schon ein bisschen komisch. Normal lebe ich ja hier. Aber jetzt schauen wir uns mal das Gepfusche an. Also, ich hatte zuerst die Tonne hier. Und es hat nicht funktioniert. Und deshalb habe ich die jetzt hier hingestellt, weil hier ging es ein bisschen hoch. Mein Nachbar kommt da und ja, ich guck, wie ich das jetzt gefilmt bekomme. Auf jeden Fall geht es jetzt ran an die Arbeit. Es geht voran, Freunde, es geht voran. Schaut mal, wie weit ich schon bin. Und es werde Wasser. Ui. Funktioniert viel, viel besser. Und wisst ihr, was der Trick war? Einfach nur am Schlauch rütteln. Da war scheinbar eine Luftblase. Und wir haben jetzt den Container anders da platziert. Hier ist noch ein Haufen Schlauch. Den will ich noch vergraben. Und jetzt geht's dann so langsam ans Wassersammeln. Also das ist immer so schlimm bei so Wasserverbindungen und bei allem. Da fehlen dann immer nur so ganz Kleinigkeiten oder irgendein Gewinde ist ein Viertel Durchmesser zu wenig. Aber das ist jetzt der 125 Liter Fass. Und meine Idee ist es jetzt mit diesem teuren 50 Euro Schlauch, den ich gerade geholt habe, und meinem Auto so Wasser zu holen. Das heißt, ich will zur Quelle fahren, dann kann ich diesen 65 Kalister gemütlich per Schwerkraft auffüllen. Die kann ich noch per Hand. Und ich habe noch so einen Kanister. Und zwar genau hier an der alten Stelle. Eigentlich brauche ich den gar nicht mehr. Ich habe jetzt hier, wo der vorige Container war, dieses Teil angeschlossen. Das heißt, den grünen Schlauch kann ich dann einfach hier festmachen. Und jetzt könnte ich es mit Wasser befüllen. Vom Auto. Aber das heißt, ich brauche jetzt noch ein paar kleine Bauteile. Ich brauche den hier zweimal und noch ein Gewinde. Also gehe ich jetzt mal wieder einkaufen und dann sehen wir uns gleich. Neuer Tag, neues Glück. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich war jetzt gestern einkaufen und habe mir mal die hoffentlich passenden Teile gekauft und habe sie hier schon getestet. Das mit dem Schlauch, muss ich echt sagen, ist richtig geil, weil den kann ich jetzt einfach rumtransportieren. Okay, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber es war jetzt ein langer Weg zu laufen. Und so oder so ähnlich sieht dann das ganze Setup hier aus. Ich habe noch so eine blaue Tonne, die könnte ich hier eventuell hinstellen. Und dann könnte ich hier rüber das hier reinmachen. Dann hier mit dem tollen Aufsatz, zack, und das auffüllen, dann fahre ich zu meinem Land, mache den Schlauch hier rein, zack, mit dem Ventil und kann das auffüllen. War ein Riesenkampf, jetzt hier noch ein passendes Ventil zu finden und diese Doppelgewinde, die habe ich hier überall gebraucht. Und schaut euch mal an, wie viele Gewinde hier sind, das ist alles nicht so vorteilshaft. Aber ja, jetzt habe ich alles zusammen. War schweineteuer. Ich bin komplett über meinen Budget drüber. Ich habe durch meinen ersten Airbnb-Gast, ich glaube, sowas 55 Euro verdient. Beziehungsweise meine allererste mit 2 Nächte 14 Euro. Jetzt nochmal 14 Euro. Und dieser Schlauch alleine hat schon 47 Euro gekostet. Die große Tonne 50 Euro. Und jetzt bin ich wieder pleite. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich mein Budget unter Kontrolle halte. Damit ich mir weiterhin Internet leisten kann, weiterhin die Videos für euch schneiden kann. Und von daher testen wir jetzt erstmal, ob das sich mit Wasser befüllen lässt.
So, der Tank ist voll. Jetzt schauen wir mal, ob ich das alles schadenfrei zu mir über die heftige Offroad-Straße bekomme. So, dann sind wir jetzt bei mir angekommen. Dort ist der blaue Tank, hier ist der andere blaue Tank. Jetzt hoffe ich mal, dass es von der Höhe, vom Unterschied reicht, dass die Schwerkraft das Wasser rüber transportiert. Brauchen wir erstmal noch dieses Verbindungsstück, damit ich das einfach ranklemmen kann. Das ist ein ganz normaler Gartenschlauch, nur in etwas größer. So, muss jetzt auch gar nicht so ordentlich sein für mich. Wenn es ein paar Tropfen verliert, ist bei 110 Litern, glaube ich, egal. Das kommt jetzt hier ran. Unser erstes gute Zeichen, es scheint hier schon mal wasserdicht zu sein, glaube ich. Und jetzt habe ich den Schlauch mal darüber gebracht, geguckt, dass natürlich keine Knicke sind. Und jetzt wird er angeschlossen. Das habe ich euch ja gezeigt. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Rein theoretisch einfach nur Klick. Und jetzt würde ich sagen, erstmal oben den Deckel auf, damit kein Vakuum entsteht. Und dann Wassermarsch. Ich höre schon mal was. Ich glaube, ich muss mit dem Auto höher fahren. Ne, da kommt nichts. Ah doch, jetzt kommt ein bisschen was. Ich muss mit dem Auto höher fahren. Und schnell und einfach, Ventil wieder zu. Schlauch raus, Deckel drauf. So, ich glaube, es funktioniert. Aber extrem langsam. Man sieht, hier tropft auch ein bisschen. Ich hab das auch gar nicht wirklich hier zugedreht. Und mit dem Schlauch ist echt ein kleiner Krampf. Ich muss jetzt wirklich gucken, dass hier ja keine Knoten oder Knicke oder irgendwie sowas drin ist. Und auch hier tropft es. Und jetzt schauen wir mal. So langsam fließt es jetzt. Ich warte jetzt einfach mal 10-15 Minuten ab. Aber wenn das zukünftig so lange dauern sollte, dann muss ich mir da noch mal was einfallen lassen. So, ich schaue mir jetzt gerade noch mal hier die Dusche an und mal gucken, funktioniert sie noch? Ja, so einen Druck habe ich mir erwünscht. Hoppa. Oh, dann nehme ich jetzt gleich mal eine Dusche. Ich muss sagen, ich habe Kopfschmerzen die ganze Zeit und mir fällt es voll schwer, vor Kamera zu reden. Und mir gehen jetzt auch ein bisschen die Ideen aus, wie ich das jetzt lösen kann, weil auch dieser Wasserkanister habe ich keinen wirklichen Höhenunterschied, um da jetzt wirklich Druck aufzubauen. Ich habe eine Idee, den Schlauch zu kürzen, dass er zumindest mal nicht diesen ganzen Ringelweg da gehen muss. Eventuell verlege ich die schwarze, feste Leitung noch ein bisschen besser. Aber ansonsten gehen mir auch die Ideen aus. Vielleicht habt ihr noch Ideen, wie ich den Wasserdruck erhöhen kann, um das Wasser zu transportieren. Geht jetzt nicht wirklich um die Dusche oder sowas, sondern nur um das Wasser auf mein Land zu bringen. Vielleicht kennt ihr da noch irgendwelche Ideen. Ich habe gerade die Idee mit einer Pumpe. So können wir ja Druck reinpumpen. Aber hier seht ihr jetzt die Zufahrt. Das ist jetzt hier auf meinem Land. Das heißt, ich werde dann hier hochgefahren. Ich habe jetzt schon zweimal versucht, hier hochzufahren und ich glaube, jedes Mal hier, hier ist dann mein Reifen durchgedreht. Und hier ist der Kanister. Meine Idee war dann rückwärts hierher zu fahren, dass ich ungefähr hier stehe und von hier ist Ablass. Weil jedes Mal 20 Minuten warten, darauf habe ich keine Lust. Dann mache ich es dann doch lieber per Hand. Habt ihr Ideen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann gucken wir, dass wir nächstes Wochenende, nächste Woche die Lösung dafür haben. Da bin ich wieder, das Endresultat. Ich denke, ich lasse das jetzt so. Ich habe jetzt hier zum einen den grünen Schlauch eingekürzt und hier habe ich jetzt ein Verbindungsstück gemacht. Das habe ich richtig schön verbuddelt alles, dass man das nicht sieht. Das geht dann hier hin. Und über die Verbindung dann direkt zum 1000 Liter Tank, beziehungsweise auch hier rein. Und es scheint sehr gut zu funktionieren.
Allerdings wurde ich gerade zerstochen von irgendeinem Tier. Ich habe nur 16 Stiche an diesem linken Arm. Das heißt, ich gehe jetzt duschen und zeige euch gleich die Dusche. Und ich war auch gestern den ganzen Tag noch fleißig. Ich war so froh, dass ich noch durchgezogen habe und alles fertig bekommen habe. Weil dann konnte ich gestern meine erste richtig geile Dusche nehmen. Also das Auffüllprinzip kennt ihr. Hier ist der Eimer und hier habe ich eigentlich keine Probleme. Ich halte dann hier mit dem Auto und ja, mit der Geschwindigkeit, das geht halt nur so langsam scheinbar. Weil die Öffnung vom Kanister, da ist ja auch gar kein Druck drauf. Das heißt, jetzt im Moment füllt sich der andere Container, in der Zeit gehe ich duschen und dann dauert es halt jedes Mal 10, 15 Minuten. Ist aber okay für mich. Dann ist der Schlauch hier richtig schön vergraben. Und jetzt seid gespannt. Ich finde es mal wieder so, so geil. Also, meine ganzen Gäste können jetzt eine richtige Dusche nehmen. Ein Dreibein kennt ihr vielleicht. Hier seht ihr den Schlauch. Und schaut euch an, wie schön es funktioniert. Das ist jetzt nur leicht, voll, extrem schön. Und so dusche ich jetzt. Oh, ist kalt auf jeden Fall. Was ein Life-Changer mal wieder. Und jetzt habe ich auch immer mehr eine Vision, wie ich das hier alles gestalten will. Das ist ja alles noch sehr provisorisch. Das Problem, mein Budget ist komplett aufgebraucht. Das heißt, mit meinem nächsten Airbnb, sobald ich das Geld habe, will ich hier dann noch so ein Waschbecken hinbauen. So hier rein, dass hier der Wasserhahn rausguckt zum Beispiel. Die Toilette, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Wenn ich eine richtige Komposttoilette baue, wo man nur einmal im Jahr den Kompost wechselt und dann in den Garten bringt, dann ist es zum einen ein Riesenaufwand und ich glaube, die Leute würden das noch ekliger finden. Weil dann ist wirklich die Kacke von den letzten halben Jahr Menschen drin. Und so ein Eimer kann ich einfach jederzeit leeren. Das heißt, wenn ein Gast kommt, kriegt er einen frischen, super sauberen Eimer. Aber kann man das überhaupt Toilette nennen? Ein Freund hat auch letzten Scherz gemacht, wo ich gemeint habe, ich habe eine Toilette jetzt endlich gebaut. Und er hat gemeint, das ist keine Toilette, das ist einfach nur ein Eimer. Hat er recht, aber was sagt ihr dazu? Was für eine Toilette würdet ihr bauen? Also für mich ist das absolut okay. Und ja, für mich geht es jetzt an den Strand. Mein Gast hat ja abgesagt, 18 Tage hat sie geplant zu bleiben. Und jetzt gehe ich einfach mal eine Woche an den Strand. Habe ich heute Morgen ganz spontan jetzt entschieden. Beziehungsweise ich will schon seit einem halben Jahr. Also vielleicht kommt das nächste Video vom Strand. Bis dann, euer Robin.